Als meine Großmutter vom Bahnhof nach Hause kam, bemerkte sie, dass ein kleines Kätzchen ihr schon seit langem folgte und jämmerlich miaute. Selbst als sie es fütterte, hörte es nicht auf, ihr zu folgen. Da war nichts zu machen. Sie musste es mit nach Hause nehmen. Zuerst nahmen die Hauskatzen den neuen Bewohner nicht sehr freundlich auf, aber nach einer Weile gewöhnten sie sich an ihn. Die neue Katze wuchs viel schneller als die anderen, sodass die Nachbarn annahmen, dass die Großmutter ein Maine Coon-Kätzchen aufgenommen hatte. In kleinen Dörfern sind die Menschen vertrauensvoller. Keiner schließt seine Türen ab oder baut hohe Zäune. Diebe wissen das sehr gut. Die Eindringlinge beschlossen, das Haus der alten Dame auszurauben. Eines Tages ging die alte Dame spazieren und ließ ihr Haustier zu Hause, es schlief gerne im Kleiderschrank, eingewickelt in einen Schal. An diesem Tag wurde sein Schlaf gestört. Drei Diebe beschlossen, in das Haus der Frau einzubrechen. Als einer der Räuber den Schrank öffnete, sahen sie eine riesige Katze. Einen der Räuber schickte die Katze tot ins Jenseits. Sie sprang ihn einfach an, den zweiten erwischte es im Korridor. Er ging ins Jenseits auf die Intensivstation, der dritte konnte entkommen. Die Einbrecher hatten nicht damit gerechnet, dass hinter dieser riesigen Katze eine wilde Raubkatze steckte. Als die alte Dame von ihrem Spaziergang zurückkam, war sie schockiert über das, was sie sah, und rief sofort die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die riesige Katze der Frau nicht einfach nur eine Katze war, sondern ein wildes Raubtier. Es handelte sich um eine Manul, die nach Ansicht von Experten unmöglich zu zähmen ist, obwohl es der alten Frau gelungen war. Pallas sind wilde Raubkatzen, die in freier Wildbahn ziemlich große Tiere jagen. Ein Manul kann bis zu 5 Kilogramm wiegen und von der Schnauze bis zur Schwanzspitze etwa 1 Meter lang sein. Obwohl die Pallas-Katze in den meisten Fällen nicht aggressiv ist, sondern ihren Raum verteidigt, kann die Pallas-Katze sogar einen Menschen angreifen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die Krallen und Reißzähne der Manul 3-mal so groß sind. Natürlich hat der Tierschutzdienst Manul von seiner Großmutter weggenommen. Dort wird er an ein Leben in freier Wildbahn gewöhnt und dann wieder freigelassen, denn eine Pallas-Katze ist schwer zu zähmen. Sie liebt die Freiheit.